Kameraden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro. Und heute spielen wir den nebligen Sumpf. Okay, machen wir. Alles gut, machen wir jetzt. Ich habe auch Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ich hoffe, ihr habt heute richtig Bock auf die neue Folge. Ich nehme mich schon. Und ich habe eben gerade einen Instagram-Post, habe ich ja letzte Folge schon erzählt, dass ich gerade einen Instagram-Post gemacht habe. Und innerhalb dieser einen Folge, diesen 15 Minuten, habe ich irgendwie 8 oder 9 Likes bekommen und einen Kommentar. Und scheinbar freuen sich auch ein paar auf Spyro. Ich bin sehr zufrieden zumindest damit. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber die Monitor ist dreckig, Freunde, ne? Ich muss immer alle machen. Sauber machen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hallöchen. Wow! Arschloch. Du kannst doch nicht einfach. Aber ein bisschen hat er mich schon verjagt mit seinem Käfig, muss ich ja zugeben. Hallöchen, was bist. Erinnert ihr euch an. Erinnert ihr euch im zweiten Harry Potter. Im zweiten Harry Potter Teil. Wir machen es jetzt nochmal von vorne, okay? Im zweiten Harry Potter Teil machen sie ja eine Botanikstunde mit Dr. Sowieso. Ihr erinnert euch vielleicht, wo sie diese kleinen Zwerglinge aus der Erde ziehen und die dann rumschreien und Neville ohnmächtig wird und so. Ihr erinnert euch vielleicht? Daran erinnern mich diese Viecher hier gerade. Hallo Leben. So, was haben wir hier? Frösche. Ich glaube. Oh Gott, irgendwas machen die doch bestimmt. Oder nicht? Oh. Da sind wieder diese blöden Karottenviecher. Die Jungs, die sind der lebende Beweis, dass Gemüse nicht gut ist. Gemüse ist schlecht für euch, wie ihr seht. Ich verliere mal Leben an den Dingern. So, haben wir hier irgendwo zufälligerweise ein Huhn? Nein. Leider nicht. Bock. Hallöchen. Roscoe, na? Nimm dich vor Kampffröschen in Acht. Sie sind echt gemeingefährlich. Kampffrösche? Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Ja, immer schön rumlamentieren, das ist wichtig. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal die beiden Tutteltopfchen ein bisschen. Oh, das habe ich befürchtet. Boah, der sticht einfach mit dem Messer auf uns ein, ey. Das Spiel wird immer brutaler, Junge. Kann ich von hier darüber springen? Ja, kann ich. Kann ich nicht. Oh! Einfach rigoros abgestochen, den Drachen. Das ist unglaublich. Richtig unehrenhaft war das. Komm, ich schnetze jetzt einfach mal in euch durch, okay? Zack, 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 zack. Du auch nochmal. Die hier auch nochmal. So. Guck mal, das war doch ein Genuss, oder? Das war scheiße. Hab ich kurz nicht nachgedacht. Käfigbefreiung. Das ist bescheuert. Kampf? Frösche! Kann man in das Ding auch noch rein? Man weiß es nicht.
Oh mein Gott, da sind ja mega viele hier gerade. Warte kurz. Muss mich kurz sammeln. So machen wir das. Alter, die Frösche sind voll die Showstopper, Mann. Ich sehe das schon. Nun gut. Okay. So. Jetzt habe ich zwar keinen Sparks mehr, aber das kriegen wir noch hin. Das Level schaffen wir. Versprochen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich glaube, ich sitze hier fest, seit ich in deinem Alter war. Ich glaube nicht. Nein. Ich weiß noch, damals. ich muss los. Bruder muss los. Denn Apache bleibt gleich. Da fällt mir ein Spruch ein. Blaukraut bleibt Blaukraut, aber Apache bleibt gleich. Damit du Bescheid wirst. Mein Gott, das ist so ein Zungenbrecher. Er ist so einfach, aber er ist so ein Zungenbrecher. Ich hab den auf der Arbeit auch irgendwie auch schon 20 Mal irgendwo hingeschrieben. Die haben so beschreibbare Wände auf der Arbeit. Und da habe ich den Satz überall auf jede Wand geschrieben. Irgendwer muss mir die ganze Zeit hinterher räumen und die ganze Zeit diese Sprüche wieder abwischen. Das ist ziemlich witzig. Ich merke schon, ich musste von da irgendwo hinfliegen, weil ich von hier nicht mehr wegkomme. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Einfach so auf der Arbeitsstelle die Wände beschmieren mit irgendwelchen Sprüchen. Ich wette, ihr würdet das auch gerne machen. Ich springe einfach von hier. Klappt das? Das klappt. Kann man hier eigentlich hinter? Und dann... Oh Mensch. Hallöchen. Ich würde ganz gerne echt nochmal... Echt nochmal Huhn finden. Oh, da geht's lang. Achso, die beiden hatte ich ja schon. Ach, da fliegt man gegen. Ich verstehe. Ich wette, beim alten Spyro geht das. Muss ich jetzt auch wieder hier hinterlaufen und die nochmal einsammeln? Ne, muss ich nicht. Gut. Also, die beiden hatte ich schon. Dann machen wir hier direkt weiter. Hier waren wir auch schon. Hier geht's weiter. Hallöchen! Und tschüss! Hallo, ich bin's. Okay, Zicke. Danke, dass du mich befreit hast. Zicke, die zickige Zecke. Hallo du. Wow. Das war mir alles viel zu viel. Aber ich habe es bravourös gemeistert. Erst. Soll mal ein bisschen was kommen, ne? Oh. Sieben brauche ich noch. Sind sieben hier? Vielleicht. Dir, was du mit den Kreaturen machen sollst. Mach sie platt, Spyro! Stampf auf sie drauf und mach sie platt! Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. Drache approved.
Merk schon, mir fehlen hier über 100. Mensch. Muss ich das rausschneiden? Ich glaube nicht. Das war so überraschend. Ich vergesse es bestimmt. Wo ich denn da oben hin? Da ist auch noch was. Aber zurück komme ich halt auch nicht, ne? Wie viel fehlt uns denn? Handbuch? 90% haben wir jetzt. Uns fehlen 100 Rubine. Juwelen. Das kann ich verkraften. Wir fliegen nach Hause. Hörst direkt. Du hörst direkt. Hallo, du. Ja, was bist du denn für einer? Okay, wir haben jetzt schon mal zwei. Ich glaube, in jedem Gebiet gibt es 5 Level. Mit dem Boss-Level natürlich. Was haben wir hier? Hier haben wir direkt Baumwipfel. Direkt das nächste Level gefunden. Ja, aber wir sind jetzt gerade bei 10 Minuten. Ich weiß halt nicht, ob wir das schaffen, in 10 Minuten das Level durchzuböllern. Wobei ich glaube, Baumwipfel war ein schnelles, aber auch komplexes Level. Wir machen es einfach. Dann haben wir halt irgendwie mal 25 Minuten oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass Baumwipfel wirklich ein schweres Level war, weil du ganz viel mit diesen Superchargern durch die Baumwimpel halt fliegen musst und in verschiedene Bereiche fliegen musst. Warm. Warm. Ist, glaube ich, anstrengend. Oh Mensch. Verstehe. Seht ihr, was ich meine? Vielleicht tut ihr das. Oh, das finde ich ein bisschen schade. Da ist er gerade so reingebackt und ich dachte mir, alles klar, probierst du aus. Oh Mensch, ein Schlüssel. Hallo. Parallel umgefallen, ey. Oh, Mama. Wie langsam kann man seine Banane nicht werfen? Schon richtig? Bin mir nicht sicher. Es gibt so viele Wege. Machen wir mal. Hallöchen. Lüle. Hallo Spyro. Wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Seht ihr? Ich finde dieses Level einfach mega komplex. Aber das kann auch daran liegen, dass ich hart überfordert war als kleines Kind. Deswegen habe ich da vielleicht ein bisschen Respekt vor euch noch. Aber macht ja nichts. Wir geben einfach unser Bestes. Wird schon schief gehen. Nicht wahr? Haben wir hier noch was? Ne, haben wir nicht. Gut. Schön, dass das Gras direkt wieder nachwächst, oder? Finde ich auch. Hallöchen! Wie langsam kann man Bananen nicht werfen? Ist halt echt so. Dich brauche ich? Na, du bist nur blau. Ja. Schade. Was haben wir hier? So.
haben wir hier? Nix. Hier könnten wir vielleicht ankommen, wenn wir eine andere Bahn benutzen, ne? Gut, das hätten wir auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt hier weiter. Mal gucken, wo es lang geht. Habe ich gesehen, habe ich mitgenommen. Ey, mach das. Danke. So, wie ihr gesehen habt, wir haben nicht ansatzweise irgendwas gemacht, aber da ist schon der Ausgang. Ja, dieses Level ist halt wirklich, wirklich was für sich. Entschuldigung, Hühnchen. War keine Absicht. Aber wir können bestimmt irgendwie nochmal noch wo lang, oder? Können wir nicht? Oh, doch, da. Hallöchen. Gucken, wo es lang geht. Okay. Männer? Oh, dich habe ich nicht gesehen. Wie der Kleine so gejubelt hat, ne? Dass er mich getroffen hat. Hätte es ihm ja gegönnt. Wäre nicht mein Feind gewesen. Tut das weh? Lol. Aber Feuer tut einem Drachen doch nicht weh. Na, guck mal, da ist der. Da ist der Typ, der hier die Leute aufweckt. Vielleicht ist das so ein. Verstehst du? Vielleicht ist das so einer, der dir ein bisschen hilft, von wegen, hier musst du lang. Habe ich jetzt natürlich irgendwie nicht drauf geachtet. Oh, hallo, ich sehe nichts! What the fuck war das? What the fuck war das? Wo bin ich jetzt? Ganz woanders wieder. Okay. Dann diesmal da lang. Guck mal, da ist noch ein Drache. Hallo? Isaac. Spyro, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Oh. Oder? Weiß ich nicht. Hat er das jetzt gespeichert oder nicht? Ich schäme mich nicht so. Hallo du? Hallo du. Oh. Oh, Schlüssel. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden. Stimmt ja. Hallöchen. Na? Sehr, sehr gut. Hier können wir jetzt hier lang. Mal gucken. Kommen wir jetzt hier lang? Da kommen wir lang und können den hier. Perfekt. Das war den, den wir eben gerade nicht öffnen konnten. Den konnten wir jetzt öffnen. Sehr, sehr gut. Dann hätten wir schon mal wieder einen Teil. Hopp. Das hat aber auch noch nicht so gut, ne? Warte mal. Was sagt denn das Handbuch? Das Handbuch sagt, uns fehlt sogar noch ein Drache in dem Spiel hier. In dem Level. Aber wir müssen jetzt nur wieder dahin zurückbringen. Und da kommen wir ja her, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Ich meine schon. Aber ich glaube, wenn ich hier nochmal rüber fliege. Von hier nochmal diesen Teleporter nehme, glaube ich. Warte mal, was haben wir denn hier hinten? Hier hinten haben wir... Nix. Okay, verstehe. Okay, wir rennen also hier lang. Hier ist der Teleporter gewesen. Den nehmen wir jetzt. Und wo kommen wir an? Hier rüber.
So, wo sind wir jetzt? Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein, zwei Äffchen. Die wir noch nicht hatten. Von dort aus... Tja. Ich glaube, das da war die Ecke, wo wir die Schlafende von hinten überrascht haben. Also gehe ich nochmal hier lang. Guck, ob ich hier was übersehen habe. Aber ich glaube, hier haben wir auch nichts übersehen. Oder doch? Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Hier waren die ganzen Affen. Da erinnere ich mich dran. Aber wo ist denn der Typ mit den Edelsteinen jetzt? Ah, Orientierung ist irgendwie eine Ziege, ey. Also ich könnte... Ich würde meinen, wir müssen nochmal darüber fliegen. Da war doch irgendwas. Oh Gott, das schaffen wir. Oh Gott, das schaffen wir. Sehr gut. War hier irgendwas? Nee, ne? Das war, ja, genau, das war diese Stelle hier. Okay. Das war diese Stelle hier. Von hier kommen wir aber auch nicht da lang. Ich wüsste aber auch nicht, wie wir da lang kommen. Wir müssen also irgendwie gucken, dass wir von dort... Einmal gucken wir jetzt nochmal. Weil wir müssen irgendwie von hier... Das funktioniert nicht. Das bedeutet, wir müssen von hier irgendwo landen. Vielleicht von da. Vielleicht. Das Hühnchen kann ich noch mitnehmen. Sehr, sehr gut. Hallo? Hallo? Wink mal, Tinkerbell. Danke. So. Und von hier kann ich jetzt hier den Supercharge benutzen. Und zwar in diese Richtung hier rein. Und von dort dann quer irgendwie, dass ich dann da lang fliegen kann. Ich probiere es nochmal aus. Wenn das jetzt nicht klappt, dann beenden wir das Level. Okay. Hopp. Frag mich halt, wie das gehen soll. Gut. Dann war's das. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Das ist okay für mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, teilen, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Berets. Macht's gut. Auf Wiedersehen.